Hoffnungslosigkeit machte sich breit. Plötzlich erwacht Meliodas als der Anführer der Ten Commandments. Nach kurzer Zeit gibt er seine hartherzige Entscheidung bekannt. Von heute an gibt es die Seven Deadly Sins nicht mehr. Ich bitte dich, Meliodas, du kannst immer noch umkehren. Jedes Mitglied der Seven Deadly Sins und Hawk, sie machen sich alle Sorgen. Elisabeth, ich werde dich unter allen Umständen beschützen. Ich werde der König der Dämonen, um den Fluch zu brechen. Verdammt! Was hat sich der Captain denn bloß dabei gedacht? Tut es weh? Ja, ja, sehr doll. Der Captain ist gerade nicht ganz bei Sinn. Mhm. Der König der Dämonen hat aus dem Fegefeuer Meliodas Emotionen gestohlen. Wir können Meliodas und Elisabeth nicht so im Stich lassen. Wenn ich so nachdenke... Mhm. Wenn ich mich recht entsinne, hat er mich vorhin König der Dämonen oder so genannt. Hast du wirklich ernsthaft gedacht, ich hätte es in all dieser Zeit nicht bemerkt? Ich bin sicher, dass dir das insgeheim sehr gefällt, zuzusehen, wie wir leiden, König der Dämonen. Das bildest du dir ein. Nein, er meinte, dass meine Kraft so groß ist wie die des Königs der Dämonen. Hawk, mein Lieber, darf ich? Was denn? Faszinierend. Hawk, ich kann sehen, dass du mit dem Fegefeuer verbunden bist. Wo bin ich? Was mache ich hier? Was ist los? Warum bist du ganz allein hier? Hast du dich etwa mit deinen Brüdern gestritten? Du! Was war das für ein Traum? Es scheint so, als wäre die Prinzessin endlich aufgewacht. Ach so, du bist es nur, Peronia. Hey, Lord Estarossa, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass ich so eine Begrüßung verdient habe. Immerhin war ich es, die dich die ganze Zeit ununterbrochen gepflegt hat. Mich gepflegt? Oder Experimente gemacht? Wie ich sehe, geht es dir schon wieder viel besser. Da bin ich aber erfreut. Wunderbar. Was soll das? Warum starrst du mich so an? Warte doch mal, Merlin. Was meinst du damit, wenn du sagst, unser Hawk ist mit dem Fegefeuer verbunden? So wie ich es sage. Hawk ist eine Art Bindeglied zwischen dieser Welt und dem Fegefeuer. Was ich? Fegefeuer? Der König der Dämonen hat sicher den Captain bereits lange Zeit durch deine Augen beobachtet. Da bin ich mir sicher. Was? Wirklich? Wenn das so ist, dann müssen wir durch Hawk ins Fegefeuer gelangen. Und dort dem König der Dämonen die Emotion des Captains wegnehmen. Aber ich befürchte nur, das wird nicht gehen. Was? Warum denn nicht? Abgesehen von unserem Captain, der von einem Fluch belastet wird, ist mir nur eine Person bekannt, die es geschafft hat, lebend aus dem Fegefeuer zurückzukehren. Nur eine? Aber das bedeutet, dass es doch möglich ist, nicht wahr? Dieser Mann war nicht nur mein Vater, sondern auch das Oberhaupt der Hauptstadt der Magier. Er ging durch das Tor zum Fegefeuer, das er bei seinen Forschungen entdeckt hatte. Nach gerade einmal einer Minute kehrte er zurück, aber plötzlich... Da war er nur noch ein Schatten seiner selbst. Nach nur einer Minute? Selbst noch in seinen letzten Augenblicken murmelte er unaufhörlich Details über das Fegefeuer. Er war wie im Delirium. Dort ist die giftige Luft kochend heiß und eiskalt zugleich. Sie zerstört die Körper jedes Lebewesens.
Zeit und Raum sind dort verzerrt. Eine Minute wird zu einem Jahr. Es frisst die Seelen der Toten und dringt unaufhörlich in sie ein. Nachdem er alle Sinne verloren hatte, konnte er sich nur noch auf seinen sechsten Sinn verlassen. Es ist ein chaotisches Land, übersät von den gebrochenen Seelen der Toten. Ständig sind Monster auf der Suche nach neuer Beute. In so einer Hölle könnt ihr unmöglich die Emotionen des Captains finden, denn sie könnten wirklich überall sein. Ihr solltet nicht vergessen, es war der König der Dämonen, der sie an sich gerissen hat. Er ist leider viel zu mächtig dafür. Gebt es auf. Nein! Nein! Also dann, wenn du sagst, dass wir aufgeben sollen. Und dann? Und was sollen wir dann machen? Dann werde ich gehen. Bam! Wie ihr schon wisst, bin ich leider unsterblich. Sag mal, hast du mir gerade überhaupt zugehört, Bahn? Auch wenn du gehen würdest, die Chance ist klein, dass du die Emotionen des Captains findest und sie dann auch noch zurückbekommst. Und die Chance, dass du zurückkehrst, ist sogar noch viel geringer. Kann schon sein. Merlin hat vollkommen recht. Stell dir nur vor, dir passiert etwas. Was wäre dann mit Elaine? Bahn, bitte lass uns versuchen, einen anderen Weg zu finden. Bitte, lasst mich das tun. Ich will meinen Freund mit meinen eigenen Händen retten. Wenn ich noch nicht einmal das kann, wie soll ich dann die Frau, die ich über alles liebe, beschützen? Wir haben keine Wahl. Die Zeit ist knapp, bevor der Fluch meiner großen Schwester wahr wird. Hallo, Seldris. Der treulose Verräter schlendert also in feindliches Gebiet. Wirklich sehr dreist von dir. Er hält es auch noch für eine gute Idee, diese unmoralische Göttin mitzubringen. Wie konntest du nur so leichtsinnig sein, obwohl der Friedensdämon bei dir ist? Ich war ja von Anfang an dagegen. Ich sagte ihm, dass wir sie ganz schnell loswerden müssen. Nun sei doch endlich still, Chandler. Aber du bist doch... Es ist doch ganz einfach, Seldris. Ich bin hier, um der König der Dämonen zu werden. Niemals, weil ich der König der Dämonen werde. Na, sag mal, habt ihr mich denn alle wirklich komplett vergessen? Wir drei Brüder sind doch das Einzige, was wir in dieser Welt haben. Ehrlich gesagt bin ich am Thron des Königs der Dämonen nicht interessiert. Aber wenn ihr darum kämpfen wollt, werde ich sehr gern mitmachen. Du bist also am Leben, Esther Rossa. Er war es, der damals Meliodas getötet hat. Das ist merkwürdig. Ich habe das Gefühl, als würde ich ihn von irgendwoher kennen. Ich muss schon sagen, du siehst wirklich gut aus. Bist du etwa Elisabeth? Woher kennst du überhaupt meinen Namen? Ich wüsste nicht, dass wir uns schon mal gesehen haben. Keine Ahnung, das verstehe ich ja selbst nicht. Hey, ich habe meine Meinung geändert. Ich werde mich nicht mit euch um den Thron des Königs der Dämonen streiten. Dafür möchte ich als Gegenleistung Elisabeth haben. Wie bitte? Na, das ist aber praktisch. Ich bin nicht hier nach all der Zeit, um mich mit meinen Brüdern zu streiten. Ich möchte aber zwei Dinge klarstellen. Ich werde der König der Dämonen werden. Und niemand wird Elisabeth etwas antun. Ach komm, warum bist du denn nur so geizig, du feiger Idiot? Ich werde auf keinen Fall zulassen, dass du mir meine Pläne durchkreuzen wirst. Los, Seldris, ich helfe dir! Nein, Cusack! Das ist etwas zwischen mir und meinen Brüdern. Halt dich raus. Oh Mann! Verdammt! Das wird dich auf jeden Fall umbringen, wenn du dich bewegst. Das ist die Autorität und die Kraft eines echten Königs. Ich kann meine Freudentränen nicht mehr zurückhalten. Trotz der magischen Kraft des Königs der Dämonen kann ich mich keinen Millimeter bewegen. Wie Vater gesagt hat, Meliodas ist wirklich... Das ist echt unglaublich, Meliodas. Im Vergleich zu damals hast du dich enorm verändert. Meliodas, bitte hör doch auf damit!
Du bist wirklich ohne Zweifel der echte Meliodas. Gehandelt als nächster Dämonenkönig, den selbst die vier Erzengel fürchten, das ist mein Bruder, den ich so verehre. Tut mir leid, dass ich dich Feige genannt habe. Aber ich werde auf gar keinen Fall aufgeben. Sei nicht albern. Du erkennst ihn vielleicht an, aber das werde ich niemals tun. Ich werde ihn nie anerkennen. Meliodas, der wahre Grund, warum du die Kraft des Königs der Dämonen haben willst, ist, dass du so die Flüche, die auf dir und dieser Frau liegen, aufheben kannst. In der Tat. Ich bin hierher gekommen, um deine geliehenen magischen Kräfte von unserem Vater zu übernehmen. Mir ist etwas klar geworden. Ehrlich gesagt habe ich mich verschätzt. Selbst wenn ich diese magische Kraft stehlen würde, könnte ich den Fluch nicht brechen. Sei still! Sei still! Wie oft noch ich werde der nächste König der Dämonen! Du siehst aber auch wirklich alles, was? Oh, das war aber echt knapp. Celdris, ich weiß, warum du unbedingt der König der Dämonen werden willst. Sei still! Was also ist los, Lord Celdris? Ich hoffe, es geht dir gut. Einverstanden. Ich werde mit dir kooperieren, auch wenn ich das eigentlich nicht wirklich will. Das ist ja mal eine überraschende Wendung. Erpresst er dich etwa, oder was? Aber wie du selbst schon gesagt hast, auch wenn du diese geliehenen magischen Kräfte hättest, wäre Vater immer noch stärker als du. Oder willst du so lange trainieren, bis du auf dem Level des Königs der Dämonen bist? Auf gar keinen Fall werden wir so viel Zeit haben. Um genau zu sein, bleiben uns gerade noch mal 3 Tage. Celdris, Estarossa, ich möchte jetzt von euch beiden, dass ihr alle Gebote wieder hierher zu uns zurückholt. Wieso sollten wir das denn tun? Damit unser alter Herr, der König der Dämonen, über sein verworrenes Reich regieren konnte, teilte er die Hälfte seiner Kraft mit seinen Dienern. Nur so hatte er eine Chance, alles zu bezwingen. Allerdings war diese Kraft so stark, dass sie seine eigene Stellung gefährdete. Um unangefochten über das Dämonenreich zu herrschen, hatte er den Plan entwickelt, diese Kraft in 10 Teile zu teilen. So konnte keiner von ihnen zu mächtig werden und gab sie an 10 Krieger. So entstanden die 10 Commandments. Wenn ich nun also alle 10 Gebote aufnehme, stehen meine Kräfte denen des Königs der Dämonen in nichts nach. Was sagst du, Zell? Glaubst du, sowas könnte tatsächlich möglich sein? Jikai, ich habe die Gebote von Gloxinia, Gowtha und Droll, den Verrätern, wieder zu mir geholt. Ist das dein Ernst? Zeig her. Kuiton. Oh, das ist ja toll. Zeig mir doch mal, wie man so ein Gebot zurückholen kann. Warum ziehst du so ein Gesicht? Erst wenn alle mithelfen, ist das zu schaffen, oder? Hm? Rosen, Mayhen, Kaishuma. Hey, das ist jetzt nicht dein Ernst. Zell, du kannst mir nicht mein Gebot wegnehmen. No, Chimyu. Hey, ist ja gar nichts passiert. Die Zielperson muss entweder zustimmen, dass ihr das Gebot wieder entzogen wird, oder sie wird irgendwie lahmgelegt. Eins von beidem, das ist vollkommen egal. Das hättest du mir vorher sagen sollen. Du hast mich wirklich überrascht. Aber was hast du vor, Meliodas? Gowtha, Gloxinia und Droll waren dem König der Dämonen nicht treu ergeben. Sie waren alle Ausnahmen. Die anderen haben dem König der Dämonen ewige Treue geschworen. Wenn sie sich weigern, können wir ihnen ihr Gebot nicht wegnehmen. Hey, und was ist, wenn wir sie einfach töten? Was? Oh, das kam jetzt nicht richtig rüber. Was ich meinte war, wie sieht die Sache aus, wenn sie bereits von jemand anderem getötet wurden? Tja. Stirbt ein Mitglied der 10 Commandments, dann bleibt das Gebot bei der Leiche. Es ist dann leicht zu entfernen. Zuerst die besiegten Gebote. Das wären dann Garland, Melascula und Greyrod. Greyrods Gebot habe ich hier bereits bei mir. Zeig her. GK, ich habe es genau für diesen Fall an mich genommen. Oh, Meliodas. Ihr beide solltet euch überlegen, wie ihr die übrigen Gebote finden könnt. Und was ist mit dir, Meliodas?
Du willst am Spielfeldrand sitzen und nur zusehen? Ich wage es zu bezweifeln, dass einer von ihnen es einem Verräter der Dämonen freiwillig übergibt. Darum überlasse ich euch diese Aufgabe. Ich zähle auf euch, meine Brüder. Sieht so aus, als weißt du sehr gut, in welcher Position du bist. Hey, das verspricht doch endlich mal interessant zu werden. Erst kehrt der Verräter zurück und wenn sich alles so bewahrheitet, wird er auch noch unser König. Nur damit es auch wirklich klar ist, Estarossa. Lass dir nicht einfallen, eines der Gebote, die wir zurückbringen, in dich aufzunehmen. Gehen wir. Yamachi Yanache, Hinokuno Tonokuru, Shiahisanakoko. Hey, Van! Was ist los, Hawk, mein Schweinchen? Komm doch bitte wieder zurück, okay? Ich hab Angst, dass ich ohne dich nie wieder schmackhafte Essensreste kriege. Mach dir darum bloß keine Sorgen. Ich komme auf jeden Fall zurück. Pass so lange für mich auf Elaine auf. Van! Was zur Hölle? Schwebe ich etwa? Nein. Das ist das Fegefeuer. Bitte, Meliodas, überlege es dir noch einmal. Du darfst unter keinen Umständen der König der Dämonen werden. Leider habe ich keine andere Wahl. Bitte versteh das, Elisabeth. Ich werde den Fluch auf jeden Fall aufheben. Das haben wir uns versprochen. Ich habe auch sehr große Angst zu sterben. Obwohl, ich habe eher Angst vor meiner Wiedergeburt und alle Erinnerungen zu verlieren. Mein Vater und meine Schwestern, Hawk, Diane, Elaine, die Seven Deadly Sins, wie könnte ich sie nur jemals vergessen? Und vor was ich am allermeisten Angst habe, ist, dass wir beide uns dann nie wiedersehen werden. Wenn der Fluch tatsächlich gebrochen wird, bin ich vielleicht sogar gerettet. Und unter Umständen kann ich sogar meine Erinnerungen behalten. Aber was soll aus dir werden, wenn du der König der Dämonen wirst? Das weißt du bereits, nicht wahr? Die Kraft des Königs der Dämonen ist verheerend. Vermutlich könnte ich mit derartigen Kräften nicht einmal mehr in dieser Welt leben. Also, was bringt es dann, den Fluch zu brechen, Meliodas? Ich weigere mich. Ich weigere mich, in einer Welt ohne dich leben zu müssen. Darüber musst du dir keine Sorgen machen. Solange der Fluch deiner Mutter auf dir liegt, musst du dich nach jeder Wiedergeburt in mich verlieben. Du hast keine andere Wahl. Wenn der Fluch erst aufgehoben ist, hast du diese Gefühle nie wieder. Du verliebst dich nicht mehr in mich. Also mach dir darüber keine Sorgen. Ernsthaft? Willst du sagen, dass meine Gefühle für dich künstlich durch jemand anderen geschaffen wurden? Alles andere wäre unmöglich. Warum verliebst du dich sonst, nach deiner Wiedergeburt, immer wieder in mich? Aber warum? Hast du mich nicht einfach ignoriert, als ich nach Hilfe gerufen habe? Wenn ich doch nur sterbe und mich nach der Wiedergeburt an nichts mehr erinnern kann? Es war doch deine Entscheidung! Du hättest immer wieder jeden beliebigen Weg gehen können und dich nicht in mich verlieben müssen! Ich kann nicht anders. Was genau kannst du nicht anders? Egal welche Version. Ob es nun die Göttin ist oder die Prinzessin von Leones. Ich liebe jede einzelne von ihnen. Meliodas. Das Gleiche kann ich auch über dich sagen. Alle 106 Elisabeths und ich, die Prinzessin von Leones. Wir haben uns alle aus vollkommen freiem Willen in dich verliebt. Ich habe dich so sehr geliebt, dass ich es kaum noch aushalten konnte. Wenn ich dich nur so berührte, begann mein Herz wie wild zu schlagen. Aber in diesem Moment fühle ich gar nichts mehr. Versuche es zu verstehen, Elisabeth. Das Einzige, was noch zählt, ist der Wunsch, das Versprechen, das ich dir gegeben habe, zu halten. Nun, wenn das so ist, habe ich auch eine Idee. Ich werde mit den Seven Deadly Sins zusammenarbeiten, um dich davon abzuhalten, König der Dämonen zu werden. Mach jetzt bitte keine Dummheiten. Lass mich gefälligst los! Schlag ruhig zu, wenn du dich dadurch besser fühlst.
Genau so, wie du mich retten willst, will ich dich doch auch nur retten. Warte auf mich, Meliodas.